Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Wir haben uns positioniert in der Besetzung Kabedan 123, Tobi Rosch und Ben 222. Und? Oh, warte mal, ich sollte wegrennen. Was, bist du sicher? Nein, ich bin bloß ein lustiger Blatt. Ah ja. Daniel ist also Seeker. Das ist schon mal gut zu wissen. Also ich weiß jetzt nicht. Gleich im ersten Spiel. Ach, du bist wirklich Seeker? Ich wollte gerade gucken, komm mal, ob du wirklich bist. Nein, ich bin nicht Seeker. Laber kein Bullshit. Tut nur so. Normalerweise könnte man das ja immer sonst sehen durch die Wand. Jetzt kann man nicht mehr sehen irgendwie genau. Invalid Location über Solid. In Vegas bitte. Seid ihr die Aufnahme gestartet? Sicher habe ich die Aufnahme gestartet. Hast du? Ja, deswegen habe ich ja Nat uns so so bescheuert aufstellen lassen. Siehst du? Aber innerhalb von 2 Sekunden dabei. Ich wette, in 5 Sekunden kommt der erste Flamer. Oh, das sieht doch so schlecht. Ich gehe meine Runde, die ich immer gehe auf der Map. Ich gehe keine Runde. Du bist ein Mongo. Ja, und? Außerdem gibt es noch einen zweiten Seeker. Diäten tue ich jetzt nicht. Aber es gibt noch einen zweiten Seeker, ich weiß es nicht. In die Ecke komme ich jetzt nicht. Jetzt ist mal getan. Nein, Spaß. Ach, Daniel ist wirklich Seeker? Okay. Also, ich hab nicht. Da hackt einer. Oder es gibt einen Trick. Warum? Der ist auf der Mauer. Der steht bei mir in einem anderen Block drin. Also, entweder Hack oder der hat sich irgendwie da hochgeklickt oder es gibt einen Trick. Ja, und ihr habt richtig gehört, wenn man zu oft klickt, kommt dieses Geräusch. Ich glaube, das ist echt ein Hacker, das Bücherregal da. Also ich bezweifle, dass er sich dahin geskillt hat. Ich meine, auf die Mauer ganz außen ist jetzt schon ein bisschen schwierig raufzukommen, ne? Du hast ja gesagt, dass du mit dir. Ich bin mir nicht sicher. Leute, er lebt noch. Ich habe den dreimal gehittet, du hast mich verarschen. Hat mich erschreckt da darüber. Wir brauchen etwas. Du, das war Mr. John XD. Muss bei dem halten, ist voll die geile Musik hinterlegen. Welche Musik ist denn nicht? Lol. So Benny Hills. Da hat man immer richtig fett mich zweimal gehittet. Na, aber die Zeit ist eigentlich rechts schon so lang. Da läuft ein Bücherregal. Hallo Bücherregal. Ich bin wieder mein unfindbaren. Was? Du kannst du mich einholen, das ist vollkommen unmöglich. Ich hab dir einfach getötet. Ich glaube, hier auf der Map gibt es tatsächlich eine Art Glitch oder Skill-Möglichkeit raufzukommen. Weil es ist nämlich der zweite Block gerade schon über denselben Weg drauf. Ach Leute, das sind. Die kommen immer vom Hausdach und dann sind sie auf einmal da. Aber wie sie aufs Hausdach kommen, ist suspekt. Ist mir sehr suspekt. Irgendwie geht's auf jeden Fall. You will never find me. Ist bestimmt das Bücherregal. Hier nach rechts ist einer Dödern und hier nach links ist einer Dödern. Bestimmt dieses Cheater-Bücherregal. Ich nenne ihn Cheater, ist mir scheißegal, ob er cheatet oder nicht. Er ist an einer Stelle, die für mich unerreichbar ist. Er muss cheaten. Zwangsläufig. Ich bin ein Gott in allem. Und nichts. Und ja. Nichts. Hallo Wordbench! Ach übrigens, Böhn, ich wollte dich auch nochmal grüßen, da ich dich gerade eben schön beobachten konnte und gesehen habe. Dachte ich mir, ich musste gerade diese Jukebox töten, was ich auch erfolgreich getan habe. Ja, das stimmt allerdings. Die Jukebox hatte ich echt davon abgehalten, zu mir zu kommen, aber ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, ich folge noch mit. Bams, also. Ein Hit. Ist ja noch 75 Sekunden, also ist genug Zeit. Lass dir ruhig Zeit. Ach, beide mal damit die Punkte mein Kill. Energie, dankeschön. Die filmen kann. Ich war noch nicht oben. Kann. Ich werde Tobi ist oben. Oder Tobi ist auf seinen üblichen Platz, aber da habe ich ihn nicht gesehen. Nicht einen üblichen Platz? Habe ich einen üblichen auf Platz? Auf dem hier. Baum. Und da geht er. Da geht's ja, da Peter. Man kann die berühmte, wenn man das wieder kennen, ja.
Bücherregal. Okay, da geht der da. Komm, versuch's noch. Und Benny ist gleich tot. Nicht? Gut, okay, das war's, ne? Was war's? Ich hab dich gerade getötet. Benny, du weißt schon, dass ich das Bücherregal nicht war, sondern ich bin dieses verdammte mysteriöse Blumentopf. Ja, komm wieder. Blumentopf. Ah, Mann, hab ich jetzt schon. Benny, du hast doch gerade noch gesagt, such die Blumentopfeladen immer so lang. Du hast mich doch gerade nicht schon angeguckt. Komm zurück, Junge. Hä? Ich hab aber gar nicht. Ja, dreh dich um. Hier, hallo. Hä? Alter, dreh dich um. Dreh dich um. Ich steh direkt vor dir. Gut, das war eine Folge von Hide and Seek. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann direkt wieder. Ciao.